Ja, liebe Festgemeinde, liebe Frauen und Männer, eigentlich feiern wir da eine grosse Sache. Und zwar auch mit Dankbarkeit, nämlich die schweizerische Neutralität und was sie unserem Land gebracht hat. Aber es ist eine eigenartige Feier. Aber dass 1300 Personen an einem Donnerstagabend hierher kommen für so eine Feier, das zeigt, es ist vielen Leuten nicht gleichgültig, dass wir die Neutralität haben. Ich hätte erwartet, dass eigentlich der Bundesrat und das Parlament, die offizielle Schweiz, sagt, wir müssen vier machen, eine Veranstaltung. Sie machen ja viele Veranstaltungen und sie machen da, reden da vielen Orten. Also ein Abend wäre doch möglich gewesen, dass man sagt, jetzt würdigen wir das. Der Bundesrat und das Parlament haben es ausdrücklich abgelehnt, also eine Feier zu machen. Woran liegt es? Neutralität hat man heute nicht gern in den offiziellen Kreisen. In der Bevölkerung ist es anders. Die ETA, die ja alle vier Jahre eine von den besten Untersuchungen macht, wie in der Schweiz gedacht wird, in Bezug auf die politischen Grundwerte, die rechte Demokratie, Unabhängigkeit, Neutralität, zeigen es immer. Weit über 90% der Schweizer wollen an der Neutralität festhalten. Warum haben wir diese Diskrepanz? Die Diskrepanz hat angefangen im Wesentlichen 1989 beim Fall der Mauer. Dort, wie das oft ist in der Politik, auch sonst im Leben, wenn etwas ganz Gutes passiert, dann fangen die Leute an, übermütig zu werden. Man hat dort mal eine Kommission geschafft, anfangs 90er Jahre. Man hat 50 Persönlichkeiten zusammengerufen aus verschiedenen Lagern, aus der Industrie, aus der Wissenschaft und aus der Politik, um zu sagen, wie soll es weitergehen. Dort ist gesagt worden, von hochrangigen Strategieprofessoren der ETH, die Welt ist ganz anders. Krieg gibt es nie mehr. Grenzen waren früher. So etwas hat es noch nie gegeben. Eine Welt ohne Krieg, ohne Auseinandersetzung. In dem ein bisschen stupide denke ich, für einen Professor ist das sehr stupid. Ich meine, der sollte ja die Welt länger studiert haben. Ist mir der Übergang gesagt, man braucht den Haufen nicht mehr. Unter anderem auch die Neutralität nicht mehr. Das braucht man nicht. Da sind mir vorgekommen wie die, wo einen aufsteht in einer Gemeindeversammlung und sagt, es hat jetzt 3 Jahre nicht mehr gebrannt, jetzt müssen wir die Feuerwehr abschaffen. Schauen Sie jetzt seit da 25 Jahren, wie die Welt aussieht. Wie naiv das war. Und die Dauer während der Neutralität geht eben aus von einer Allgemeingültigkeit der Welt. Ein Staat muss schauen, dass er im Frieden lebt. Der muss schauen, dass er selber bestimmen kann. Sonst wird er bestimmt von anderen. Und die Schweiz ist ein Kleinstaat, kann kein Machtstaat sein und ein Kleinstaat hat seine besonderen Instrumente. Neutralität hat bei uns nicht einer erfunden auf dem Reissbrett. Die ist entstanden aus Einsicht. Die grosse Niederlage bei Marignano, die Schweizer sind ja voran. 1513 haben sie die ganze Lombardei besetzt und gesagt, jetzt werden wir eine Grossstadt. Und 1515 haben sie verloren, massiv verloren, fürchterlich gegen
Franzosen. Und das war der Anfang von der Neutralität. Noch nicht, dass die Schweiz hier neutral war, das Wort hat es gar nicht gegeben. Aber ein Würzeli war das, eine Einsicht. Das wissen die Zürcher. Der Zwingli war ja dabei in Marignano. Ist heimgekommen und gesagt, hört auf mit Freunden, Krieg. Das ist dermaßen furchtbar. Das sind alles die Ableger, die es gab. Und so, Herr Mörgeli hat es ja erklärt, die einzelnen Stufen, ist zu dem gekommen, dass man sagt, wir müssen uns nicht in fremde Hände mischen. Machen den Zaun nicht zu weit. Wenn die anderen laut rufen, müsst ihr nicht auch laut rufen. Bleibt bescheiden und bleibt euch selber. Aber das ist heute nicht mehr Mode. Bei jedem Konflikt, Sie können ja jeden Tag Radio anstellen, bei jedem Konflikt muss die schweizerische EDA seinen Senf dazugeben. Und sagen, ja, wir sind auch der Meinung, das ist zu verurteilen und weiss ich was. Wenn ja das etwas würde nützen und zum Frieden würde führen, würde ich ja nichts sagen. Aber wissen Sie, wo der Hintergrund liegt? Der Hintergrund liegt gar nicht, dass Sie dort mit dem helfen, Konflikt lösen, sondern Sie wollen Partei nehmen und gewissen Kreisen passen. Sie wollen dort beliebt sein und am anderen Ort ist man halt unbeliebt. Und das ist das Gegenteil von neutral. Das ist unglaubwürdig. Und dann steht hinten dran der Moralismus. Man sagt, jetzt nehme ich Stellung, dann bin ich ein guter Mensch. Und man sieht, dass ich natürlich anderer Meinung bin, als der, der den Krieg führt. Ich, guter Mensch. Dann bist ja der gute Mensch da. Das Gegenteil von einem guten Mensch. Weil der gute Mensch schaut ja nicht, dass er gut da ist, sondern dass er das Gute bewirkt. Und wenn ich Geschichte anschaue, sind meistens die, die es gut bewirkt haben, nicht gross rausgekommen. Sondern zum Teufel gejagt, zum Köpfen und auf Scheiterhäufen gelandet und so weiter und so fort. Aber das ist nicht der Beweggrund, Frieden zu schaffen, sondern gut da zu sein und gewissen Mächte zu fallen. Also die heutige Zeit versucht von oben Neutralität zu schwächen und unglaubwürdig zu machen. Es ist für mich ein grosses Denken gegeben, dass der Botschafter in Russland hat müssen zur Regierung in Russland, weil die Schweiz sich in dem Konflikt Ukraine-Russland nicht neutral verhalten hat. Natürlich ist im Kriegsfall der Neutral nie beliebt. Weil er ist ja nicht für die einen und nicht für die anderen. Aber wenn man ihm vorheben kann, dass er natürlich für die einen ist, dann ist es nicht gut. Und das war der Fall. Die Wirtschaftsboykott hat man in Bern gesagt, man übernehme das nicht so, weil man sei neutral. Und wenn sie gehen schauen, haben sie es der EU abgeschrieben. Das ist nicht neutral und das merkt der andere. Ich bin ja internationalen Industrieller. Ich muss Ihnen sagen, und ich kenne ja alle, vor allem alle Industrieländer der Welt. Die schweizerische Neutralität ist hoch geachtet. Ich mag mich erinnern, als ich nach China kam, gerade wo es aufgegangen ist, nach dem Kommunismus Anfang der 80er Jahre, wie man gesagt hat, ja, mit euch Schweizer, da machen wir etwas. Ihr seid neutral und ihr habt uns als Erste anerkannt, ohne zu schauen, was die anderen Grossen machen. Und drittens, von euch müssen wir keine Angst haben in der Weltauseinandersetzung. Erstens sind wir klein, wir führen kein Krieg. In China könnten wir gar nicht, das ist auch gut, wenn ein Kleiner hat eben einen Vorteil. Und ihr seid neutral, ihr macht nicht mit. Also der Wert ist gross. Habe ich überall wieder gesehen, das ist die neutrale Schweiz. Aber jetzt in Bern wird sie nicht eingehalten.
Man mischt sich immer wieder ein in fremde Hände. Es hat natürlich noch einen tieferen Grund und Sie müssen auch sehen, sie mischen sich immer ein und zwar immer auf der Seite von der Europäischen Union. Sie schreiben es auch dort ungefähr ab, was die sagen. Das ist auch ihre persönliche Erklärung und ihr Wohlbefinden, also was sie da abschreiben. Weil sie die richtige EU wollen und die Schweiz oder der EU-Beitritt kann nicht neutral sein. Ist ausgeschlossen. Weil die haben eine gemeinsame Außenpolitik. Eben zum Beispiel mitmachen bei Handelsboykott. Die Schweiz hat Erfahrung in der Geschichte mit dem. Zur Zeit von Napoleon hat der Napoleon von der Schweiz verlangt, ihr seid im Binnenmeer mit uns, ihr müsst mitmachen am Boykott zu England. Und die Schweiz ist in ein furchtbares Elend geraten, weil sie den ganzen Handel, der für sie wichtig ist, mit England, nämlich auch in den Rohstoff, den sie bezogen hat von England, in ein schreckliches Elend geraten. Das Zweite war, wo wir Mitglied sind vom Völkerbund, der Herr Mörgel hat es gesagt, dort haben wir müssen mitmachen bei Handelsboykott. Und wo Italien Abessinia angegriffen hat und besetzt hat, hat der Völkerbund beschlossen, Handelsboykott gegenüber Italien. Und die Italiener haben gesagt, wenn er das macht, dann besetzen wir es Tessin. Es ist dann nicht so weit gekommen, weil der Völkerbund ist zusammengefallen. Mit Deutschland rausgegangen ist und die anderen auch, sie ist nicht mehr zu dem gekommen. Aber Sie sehen, das sind ja alles Beispiele, die zurückliegen, aber in der Konstellation auch heute möglich sind. Und darum sollten wir an dieser Neutralität, und zwar heute, nicht nur in der Geschichte, ernst dabei sein. Die dauernd bewaffneten, integrale, also allumfassende, ewig währende Neutralität. Und das geht auf den Wiener Kongress vor 200 Jahren zurück. Und dem zu gedenken, an dem Tag vom 20. März 1815, das ist ein Zeichen von einer Bescheidenheit und von einer Dankbarkeit, weil es unser Land vor so vielen Kriegen gerettet hat. Die dauernd bewaffnete Neutralität war wesentlich beteiligt, dass wir im Zweiten Weltkrieg verschont geblieben sind, im Ersten Weltkrieg verschont geblieben sind und im Deutsch-Französischen Krieg. Das sind die grossen Kriege in den letzten 150 Jahren seit der unserer Bundesverfassung. Das ist doch keine Selbstverständlichkeit. Und wenn einer fragt, ja, was nützt denn dem Frieden? Also, dass ein Land im Frieden bleibt, ist immer schon ein Vorteil. Ist immer ein Vorteil. Da gibt es keinen Krieg. Und jetzt die Gegenrichtung da von den jungen Historikern, die sagen, ja, da war man neutral gewesen. Wäre natürlich super gewesen, wenn ihr auch auf Schlachtfelder wäret. Die sind da alle noch nicht auf der Welt gewesen. Sonst würden sie nicht so dumm schnurren. Und darum, meine Damen und Herren, die kurzen vier, die wir hier haben, wo es historisch beleuchtet worden ist, von Herrn Mörgeli, von Herrn Köppel, das Wesen von der Neutralität und das Festhalten der heutigen Zeit und das Antreten in diesen Kreisen in Bern, wo die Neutralität nicht wollen. Sie getrauen sich natürlich nicht zu sagen. Also wenn natürlich heute als Politiker sagt, sie ist gegen die Neutralität und die direkte Demokratie, dann geht, das ist Selbstmord, das ist klar. Ja, wie Sie merken, die Bevölkerung will das. Also sagt, wir sind schon für die Neutralität, aber verletzen sie jeden Tag und sagen, das ist auch noch neutral. Aber das hat Folgen für die Zukunft. Und vor dem warne ich.
Es ist nicht so, dass die Leute nicht mehr wissen, was Neutralität ist. Es können ja da nicht 80% oder 90%. Heute sind es 90, sind nicht immer zu einer Zeit gleich viel. Jetzt, wo wieder so Unruhe sind in Europa, steht es natürlich. Neutralität befürworten. Das merken die Leute schon. Das heisst, ihr da oben im Bundeshaus macht nicht, was ihr wollt und treibt keine Kriegsspiele und lockert uns nicht in internationale Auseinandersetzung, wonach wir Bürgerinnen darunter leiden müssen. Darum, meine Damen und Herren, Neutralität ist von grosser Bedeutung und ich freue mich, dass wir heute in so einer Gedenkfeier das feiern können. Wir machen keine politische Veranstaltung heute, sondern das ist ein Anlass der Feier, der Dankbarkeit, dass die Schweizer Geschichte so geworden ist, dass unser Land so gut dasteht. Und das ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ich danke Ihnen.